Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich sitze hier heute mit Vivi und Kevin hier gegenüber Hallo von mir. Cedric. Hallo Cedric! Hallo! Da sehen wir uns ja auch! Hi! Hi. Und wir drehen eine Challenge, also ein Spiel. Nämlich, wir tun hier gleich Freizeitparkgegenstände vor uns. Also irgendwelche Sachen, die wir aus Freizeitparks haben oder so. Und die andere Person muss dann sagen, also das andere Team muss dann sagen, ob ich erkläre das, was vor mir liegt, und ob ich lüge, also ob da gar nichts vor mir liegt oder was anderes vor mir liegt, oder ob ich die Wahrheit sage. Und dann kriegen die einen Punkt. Alles soweit verstanden? Ich hoffe. Wir starten einfach, sonst versteht ihr es dabei. Okay, fangen wir an. Also die Gäste fangen an, die nehmen sich jetzt die erste Sache und legen die vor sich. Also das schaue ich mal, was wir hier haben. Wir haben ja echt ein paar Sachen rausgekramt. Und das erste Ding liegt jetzt schon auf dem Tisch. Und es ist ein Armband aus Gummi. Es ist rot. Mhm. Und ja, es ist halt ein rotes Gummiarmband, was man aber auch auseinanderziehen kann. Mhm. Und da drinnen ist dann Eisen. Eisen? Ja, es ist so Metall. Sind das diese Klappbänder? Nee, es ist kein Klappband. Nee. Also, das ist halt so ein rotes Gummiband und das kann man halt auseinanderziehen. Wie breit ist das so? Das ist so, was ist es? Zentimeter, anderthalb Zentimeter, ja, Zentimeter. Steht da was drauf? Ja, da steht was drauf tatsächlich. Was denn? Da steht drauf PortAventura World Parks and Resort. Okay, und wie lang ist das sogar? Also um was für ein Handgelenk passt das? Das kann man locker, also das passt unter Frauen. Also bei mir ist es schon ein bisschen bei eng. Bei dir ist es enger, aber ne? Ich würde es drum kriegen. Ja. Also okay. Ich glaube, du hättest überhaupt keine Probleme. Dieses schicke Vielleicht ist es für Armband. Mich sogar ein bisschen zu locker, ja. Aber ja. Ich glaube, ich glaube euch jetzt einfach mal und sage, das ist richtig und ich würde das jetzt gerne anziehen. Du wirst es anziehen, ja, okay, hier. Ah, geil! Der erste Punkt also für mich, es stimmt. Ich glaube, jetzt habt ihr auf jeden Fall das Spiel verstanden. Und, aha, mit USB-Stick, das hätte ich auch mal nachfragen können, ob da noch irgendwas dran ist. Aber ja, so habt ihr es verstanden. Jetzt habe ich hier eine große Tasche und da suche ich mir jetzt was aus. Ja, was haben wir denn hier Schönes? Ja, ich habe jetzt hier auch was vor mir. Und das ist etwas ganz Besonderes. Ach, ich glaube, das besteht aus verschiedenen Teilen, so. Ist aber noch eingepackt. Ich glaube, das nennt man Puzzle? Also, es ist ein Puzzle. Es ist auch aus einem Freizeitpark, komischerweise. Nämlich aus Trips Drill. Genau. Habt ihr irgendwelche Fragen dazu? Wie viele Teile hat das Puzzle denn? Boah, das kann ich dir nicht sagen. Also, steht das da nicht drauf? Ich kann mal hinten drauf gucken, also. Nee, steht nicht drauf. Steht nicht drauf, normalerweise steht auch immer drauf. Was für eine Form hat das Puzzle denn? Es ist viereckig. Viereckig, okay. Ja. Was ist denn da drauf? Sind da Attraktionen drauf? Da ist eine Attraktion drauf. Und was für eine? Die Badewannenfahrt. Die Badewannenfahrt. Und da mehr nix, ist da kein Hintergrund? Ja doch, Hintergrund ist so ein Splash sozusagen, also ne, wie das Wasser halt da wegsplasht. Und was ist da noch so zu sehen? Gibt es eine Landschaft oder ist das... Also in dem Boot sitzen halt, wie viele Personen sind das? Ich glaube, vier Personen sind das. Und ja, die haben da Spaß auf jeden Fall. Sieht sehr so aus. Für welches Alter ist das Puzzle? Ich würde eher sagen jung. Steht das da nicht drauf? Nee, steht auch nicht drauf. Welche Marke hat das Puzzle denn? Welche Marke? Ja, Trips Drill. Steht ja, aber da steht nur www.tripsdrill.de. Welcher Hersteller ist das? Kann ich dir nicht sagen. Aber Trips Drill. Das da nicht Merchandise. Drauf? Ist das so ein Papierpuzzle, so ein ganz einfaches oder wie? Nee, das ist schon so wie so ein Puzzle, diese so Teile. Gekauftes. Ja, ja, klar. Also ein hochwertiges Puzzle. Ja. Was man hast du es denn schon sieht. Zu Ende gepuzzelt? Ja, das ist zusammengepuzzelt. Okay, das heißt, du hast jetzt die Schachtel da nicht liegen, sondern nur das lose Puzzle. Es gab dazu keine Schachtel. Das heißt, du hast die einzelnen Puzzleteile gekauft. Nein. Das kann man so auch nicht sagen. Solltet ihr euch mal entscheiden. Ja, Vivi, was sagst du? Ich glaube, du lügst. Ich glaube auch. Deswegen, ja, ich habe ja nichts falsch beantwortet. Nicht eine Marke, nein, das steht ja nichts. Also zwei Punkte, das behalte ich dann also auch bei mir, würde ich sagen. Meine Güte, du zockst uns echt, ab. Ey. So, jetzt seid ihr dran mit der nächsten Runde. Geil, bisher läuft super. Ja, wir haben jetzt hier was auf dem Tisch, Baby. Was haben wir denn hier auf dem Tisch? Wir haben so einen Schlüsselanhänger. Der ist zwar ein bisschen größer, aber wenn man einen Schlüssel macht und den rausholt, dann kann man den Schlüssel ganz gut greifen. Mhm. Ist halt was groß, genau. Ja, steht da irgendwas drauf? Von welchem Freizeitpark ist der? Nee, das ist vom Europapark. Mhm. Ja, das ist halt die Maus, ne? Die Maus. Ja. Ist es die Ed oder die Edda? Der Ed und die Edda. Hallo? Sorry, der Ed oder die Edda. Ist die Edda drauf, das ist Edda. Das hatte rotes Schleifchen mit Punkten oben drauf. Genau. Mhm. Und ist halt echt so ein kleiner, also man kann dann, also für einen Schlüsselanhänger ist es eigentlich ein bisschen zu groß. Genau. Aber es ist jetzt echt so die kleinste
Adder, die du kaufen kannst im Park. Genau, und die ist auch die günstigste Adder. Aber die ist aus Plüsch? Ja, die ist aus Plüsch. Die haben wir damals mal geschenkt bekommen. Mhm. Und zwar, wo wir bei Fantissima waren, von Chris hat uns die mitgebracht. Voll lieb. Das saßen wir an Geburtstag, gell? Ja, genau. Das saßen wir an unserem Platz. Mit Ed noch zusammen, aber die haben wir jetzt nicht hier. Wir haben jetzt nur Adder hier. Das Kleid hat genau die gleiche Farbe wie die Schleife auf dem Kopf. Und das ist super schön weich. Das ist echt weich. Und das ist ein normaler Schlüsselring, so ein Ring. Ja, genau. Da oben ist ein Schlüsselring dran. Mhm. Genau. Die gibt es ja im Phantasialand auch. Ich sag, ihr lügt. Ah, es ist Kroka! Noch ein Punkt für mich. Geil! Es läuft aber es bei ist mir. Wirklich ein Schlüsselanhänger. Ja, es ist ein Schlüsselanhänger von Kroka. Ja, mehr oder weniger süß. Aber es ist Kroka. Ich glaube, du zockst uns ab. Ja. So, ich würde sagen, nicht ja, so. Ja, du hast schon viel zu viele Videos darüber gemacht. Ja, das habt ihr doch selber auch. Also, dann holen wir doch mal was Neues raus. Wir machen direkt weiter, würde ich sagen. Da haben wir doch was Schönes. Also, ich habe jetzt hier vor mir gar nichts. Das glaube ich nicht. Ich habe gar nichts vor mir. Sondern? Nix, halt einfach. Du hast nichts mitgebracht. Ja, die nächste Sache, die ich hier liegen habe, ist gar nichts. Hast du Luft mitgebracht? Hast du Luft aus dem Fantasialand? Nee, liegt halt einfach gar nichts vor mir, außer die drei Teile von gerade eben. Ist die Frage, ob ihr mir das glaubt oder ob ich hier doch was liegen habe. Du hast da was liegen. Seid ihr euch da sicher? Ja. Kevin? Ja, wenn Vivi sagt, ich wäre mir da unsicher. Ich glaube, der Cedric hat da nichts. Ja, ihr müsst euch auf einen Nenner einigen, ne? Ja, Vivi. Mach du. Okay, du hast dann was liegen. Scheiße, habt ihr den Punkt. Ich hab das nämlich gehört. Ich hab ja extra... Das hab ich nämlich gehört. Ah, scheiße. Egal, war ja ein Versuch wert. Was ist das denn hier? Das ist vom Schlossbeck ein Parkplan. Oh, ich wollte da immer mal hin in Schlossbeck, um den einen Count zu holen. Aber irgendwie war mir der Eintritt immer zu teuer. Hä, aber ist doch nicht so teuer, 12 Euro oder so? So. Jetzt, hab ich logisch auch noch was für dich vorbereitet. Ja. Wir haben was ganz Kleines. Mhm. Für den Kühlschrank. Ja, also du hast es ja eigentlich schon vor dir liegen. Also du hast quasi jetzt ja Kroka schon. Mhm. Das ist halt auch ein Maskottchen aus dem Phantasialand, was ich jetzt hier habe. Mhm. Das hat auch so Schuppen. Ist halt grün. Hat, Quetzal. Hat gelbe Füße und so. Und ja, das ist hinten ist so ein Stück, ich weiß gar nicht was. Also es ist halt so magnetisch. Ist das denn Quetzal oder welcher Drache ist es? Also es ist grüne Schuppen. Ich sag mir den Drachen, Quetzal oder was? Kroka. Kroka. Ja, Kroka, achso, ja, okay, Kroka. Naja, genau. Das ist Kroka und das ist so gummiartig. Das, also wenn man das so sehr bewegt, könnte man das sogar kaputt machen. Also ich würde schon sagen, es ist eigentlich so mit der süßeste Drache, die das Phantasialand hat. Und es ist ein Magnet. Ja, es ist ja, ein Magnet, genau. Ja, der hängt normalerweise bei uns am Kühlschrank, hängt dieser Magnet. Aber der ist ja jetzt hier. Ach. Ja. Und das habt ihr jetzt abgemacht. Ja, ja, genau, das haben wir abgemacht und haben wir jetzt mitgenommen. Wisst ihr was, ihr lügt immer noch. Du lügst? Ihr lügt? Echt? Nein. Aha, scheiße. Also ich kannte den, ich wusste, dass es den auch gibt, aber ich dachte, ihr seid zu schlau, um so oder wieder so zu machen, also so abwechselnd. Ja. Aber da bin ich draufgefallen. Egal, euer Punkt. 2-3 steht's gerade und ich bin wieder dran, ne? Oh ja. Ich hab nur noch eins, aber wir kriegen das hin. So, dann gucken wir doch mal, was wir denn hier noch Schönes haben für euch. Ja, gut. Dann haben wir nämlich hier was Schönes. Vor mir liegt ein schwarzes Armband, nämlich jetzt. Das schwarze Armband ist aus dem Phantasialand. Und es ist auch nur das Phantasialand-Logo drauf gedruckt. Welche Farbe hat die Schrift? Weiß. Weiß. Und das ist, was für ein Bestandteil ist das? Ist das. Ist das ein Gummi? Ein Gummiband ist das? Das ist ein Gummiband, genau. Und ist einfach aus der normalen Merch-Reihe vom Phantasialand. Ja, ich glaube, das gibt es auch immer noch zu kaufen, weiß ich aber nicht. Diese hochqualitativen. Ja, das, was ganz viele Freizeitparks haben. Was hat denn der mal gekostet oder hast du ein Geschenk bekommen? Ich hab das damals selber gekauft. Mit Phantasialand-Rabatt? Nee. Hattest du da noch keine Jahreskarte? Nee, aber ich hatte ja die Teenager-Jahreskarte. Somit hatte ich keinen Rabatt. Aber ich kann dir nicht sagen, was das gekostet hat. Warum kauft man sich... Ich glaube so... Ich würde jetzt sagen, ich will mich nicht falsch äußern, ich würde sagen so 1,50 oder so grob. Aber warum kauft man sich denn so ein Armband? Also der Cedric kauft sich immer irgendeinen Scheiß. Nee, eigentlich nicht. Nicht? Nee, eigentlich kauft er sich so ein Mist nicht. Also es... Aber damals war halt Fanboy. Ich glaube, es stimmt. Okay, es stimmt. Seid ihr euch da sicher? Ja. Nee. Sehr sicher? Ja. Richtig, richtig sicher? Oh. Ach Mann, ey, jetzt steht's 3-3. Scheiße. Aber du hast dir das wirklich gekauft? Ich habe mir das wirklich gekauft, das war aber auch schon 4 Jahre oder so her. Ich glaube, damals hatte ich noch gar keine Jahreskarte. Also ich würde mir sowas nicht kaufen. Steht dir aber, passt es deinem schwarzen Ja. Ich habe das auch noch nie getragen, das lag nur im Regal rum.
So, also dann kommen wir zum letzten Teil, was wir haben. Jetzt steht es 3-3, weil ich muss den Punkt machen jetzt. Also, es ist, ja, du kennst ja aus Freizeitparks so Sammelsachen. Da tust du so 2 Euro rein und dann kriegst du so 0 Euro wieder und dann ist da so ein Motiv drauf. Ja. Und genau, das ist halt so eine Münze aus dem Disneyland Paris. Da steht halt das Jahr hinten drauf. Das ist aus dem Jahre. Siehst du das hier, Bibi? Warte. Das ist recht klein eigentlich. 2018. 2018. Disneyland Paris. Und da sieht man das Schloss drauf, genau. Und das kannst du in der Mainstream kaufen. Hier gibt es extra so Münzautomaten. Ja, du kennst ja diese Münzautomaten. Und das hat auch 2 Euro gekostet? Das hat 2 Euro gekostet, genau. Und ihr habt das auch 2018 gekauft? Wir haben das nicht 2018 gekauft. Also da sind dann immer von den Jahren die Automaten da. Wir haben es wir waren im Winter, also letztes Jahr im Winter. Also müsste schon über ein Jahr sein. Genau. Das ist, ja, ihr macht's nicht. Da ist mir die Münze aber jetzt gerade runtergefallen. Das ist aber blöd. Oh, Kevin. Das ist doof. Ach, weil ihr seid echt böse. Ihr seid sehr böse. Ja, ist halt so ein Teil, was das nimmt sich halt ich gerne. Ich glaube, ihr habt vorher im Raum abgesprochen, dass Kevin die Münze runterfallen lässt. Und deswegen sage ich, ist das falsch. Was ist falsch? Ja, es ist falsch, was ihr da sagt. Ach so. Nein, wir haben das nicht abgesprochen, aber es ist eine Münze, aber es ist eine falsche Münze. Ja, Pack Asterix. Ja, so eine habe ich auch. Habe ich auch überlegt, ob ich die mitnehme. Jetzt ist die Frage, ob unentschieden oder ob ich gewonnen habe. Und dann mit 2 Punkten ja sogar. Ich habe hier vor mir jetzt etwas ganz Besonderes. Ja. Nämlich eine kleine Dose. So. Vom The Lost Temple. Das ist der einzige Tempel, den ich noch kenne. In Phantasien gibt es ja keinen Tempel mehr. Lustig. nämlich aus dem Moviepark. The Lost Temple. Motiv ist drauf, vorne auf dieser Metalldose. Und die hat mal 1,50 gekostet. Steht hinten auch noch drauf. No? Ist das ein Drehverschluss bei der Dose? Nein, oder? Es ist so ein Klock, so ein Dopp-Verschluss. Also wenn ich da drauf drücke, macht das so Klock. Mach so. Mal. Nee, mach ich nicht. Also eine Dose im Lost Temple für 1,50. Ja, der Moviepark verscherbelt ja auch alles, gell? Mm. Aber mit Lost Temple eine Dose? Wie groß ist die Dose? Was passt denn da rein? Was wird sie groß sein? 5 cm? Die ist halt rund. Ja. Was sagst du, Kevin? Es ist schwierig. Also es geht ja hier um... Ob gewinnen oder verloren. So, naja, ne? Aber es geht ja erstmal um den Ausgleich. Ja, genau, genau. Und dann ist also ich glaube, du sagst nicht die Wahrheit. Ich glaube auch nicht. Eine fesselnde Geschichte, nicht wahr? Aber ob das die richtige Antwort war oder Cedric doch die Wahrheit gesagt hat, genau das und wer gewonnen hat, erfahren Sie jetzt. Ist damit gewonnen, 5-3. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, Dankeschön. Dass du in deinem eigenen Spiel gewinnst. Dankeschön. Ja, schön. Im zweiten Teil von diesem tollen Spiel, ich finde, das macht immer sehr Spaß, ich habe das auch schon öfter mit meinem Bruder gespielt, gibt es auf Vivis Kanal, der ist ja auch gleichzeitig online gegangen, also auf Vivi und Kevins Kanal. Ich hoffe, dass wir da gewinnen, aber da müsst ihr rüberschauen. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Ja. Würde ich sagen, schaut euch doch noch gerne eins dieser Videos, die hier gleich eingeblendet werden, in dem Endcard an. Und sonst lasst gerne ein Like da und auch ein Abo. Das sage ich ja eigentlich nie, aber jetzt sage ich es mal. Und ich würde sagen, sonst haut rein. Wir sehen uns in einem anderen Video. Ciao! Tschüss! Tschüss!